Hey Freunde, ist wieder heute am Boden und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Cult of the Lamb. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir einen der Zeugen gejagt. Jetzt fällt es mir gerade wieder ein, genau. Wir haben einen der Zeugen gejagt und haben ein bisschen längeren Run gemacht. Und heute ist eigentlich das Ziel, wieder ein bisschen längeren Run zu machen. Oh, mein Auge, okay, Entschuldigung. Ja, wir nehmen Happy. Weil wir wollen ja jetzt erstmal ein bisschen alles freischalten, bevor wir den letzten Boss angehen. Darum chillen wir jetzt gerade ein bisschen. Perfekt. Happy hat jetzt ein bisschen Sünde. Und wir halten mal kurz eine Predigt. Wir können doch, glaube ich, noch eine... Ah, ne, eine Doktrin können wir noch nicht verkünden. Rituale, haben wir hier etwas? Nee. Dann hatten wir einfach eine Predigt. Und sollte das gehen. Reicht vielleicht sogar für ein Level. Bin mir aber nicht ganz sicher darüber. Das könnte reichen. Schade, reicht gerade um 7 nicht. Schade. Okay. Gut, das wäre alles. Da ist ein Bett kaputt gegangen. Dekoration haben wir tonnenweise gekriegt. Wollte ich nicht noch was bauen gerade? Ah ne, wir müssen das Ding, das Kleidungszelt zuerst erforschen. So, wir geben den allen hier noch einen Segen. Perfekt. Fahre mich noch kurz das Feld ab. Der heutige Plan ist eigentlich so, wir machen in Düsterholz einen langen Run, also wir gehen immer weiter, also immer so weit wie möglich. Wir versuchen so viel wie möglich rauszubekommen, also wird heute höchstwahrscheinlich ein bisschen längere Folge, aber mal schauen, mal schauen. Auf jeden Fall, was ist sonst noch? Ne, heute ist eigentlich sonst nicht mehr geplant. Wann kommt die Folge? Ah ja, genau. Heute ist Freitag, ne, wenn die Folge kommt hier. Ich muss schon erwähnen. War das gestern? Oder kommt Undertale? Undertale kommt, glaube ich, Mittwoch, oder? Bin mir gerade nicht mehr sicher, aber Undertale wird leider abgebrochen. Weil ich zu schlecht bin und ich wirklich keinen Spaß dabei habe, Undertale zu spielen, weil ich einfach jetzt... Ich habe versucht, den einen Boss zu machen, da an dein. Das Problem einfach nur ist, ich bin zu schlecht und ich habe eine Stunde dran gehabt und ihn immer noch nicht geschafft. Und ich habe einfach so keinen Bock mehr darauf. Darum, ja, wird Undertale halt wieder abgebrochen, leider. Aber was, ich, ja. Kann ich halt nicht ändern. Ich bin halt einfach zu schlecht dafür. Aber ja, Undertale haben auch nicht so viele Leute angeschaut, also. Ja. Hoffe ich mal, dass es nicht so schlimm ist. Wenn Undertale jetzt wieder vom Kanal verschwindet. So, mal so viel Essen wie möglich zubereiten. Irgendwie sättigt das Zeug die Leute nicht, ne?
Machen wir nochmal eine Runde. Benji ist gerade richtig auf die Toilette gerannt. Ich weiß nicht, ob er es geschafft hat, auf die Toilette zu kommen. Boah, es ist einfach schon fast wieder voll. Jemand ist krank geworden, nicht dein Ernst. Benji ist aber krank geworden. Bettruhe für dich, Benji. Oder nee, warte, Benji, ich kann dich ja direkt heilen, so. Perfekt. Dann noch kurz hier den Samenkorb auffüllen. Perfekt. Und hier den Düngerkorb auffüllen. So, und jetzt sind wir von allem rein. Können noch jemanden losschicken? Ich schick mal Kermit. Kermit, hol mal Knochen, bitte. Danke. So, jetzt sollte eigentlich alles gut sein. Genau. Dann machen wir jetzt einen langen Run in Düsterholz. Mal schauen, mal schauen. Ich bin gespannt. Wie weit wir kommen. Jo, ne Ding-Donner-Büchse, okay. Noch Skeletons. Ich habe aber nur 3 Schuss. Gras mitnehmen. So, hier kriegen wir eine Karte. Allgemeinen Waffenschaden erhöht sich. Ja, das nehme ich. Dann holen wir uns noch eine Karte mehr. Projektil. Eine freundliche Bombe, wenn ich getroffen werde. So, noch kurz das Gras mitgenommen. Gehen wir weiter. Ich hoffe, wir kriegen auch noch ein nices Relikt. Weg mit euch, ihr Fledermäuse. Oh, nochmal ein Ding. Ein Bauplan. Sehr gut. Sind noch Blumen, also Kamellen oder wie die Dinger heißen. Ah ja, Kamelle. Ich gehe in die Richtung. Perfekt, den haben wir auch erwischt. So, alles über den Haufen ballern. Perfekt. So, dann können wir weiter. Ja, schön Raum geschafft. Perfekt. Ein bisschen Geld. Shop, Essen, Anhänger. Ich gehe, glaube ich, über den Relikt-Shop. Beschwören, zweite Mond, die sich im Kampf unterstützen. Nice. Erhöht die Chance, das Relikt zu spawnen. Ah, komm. Holen wir uns. So eine bisschen teure Karte, aber haben wir. Habe ich zwar halt viel weniger Geld. Also ich habe hier nur noch 100 Münzen oder so, aber wir bekommen ja hier gerade Anhängerfleisch. Also sollte es gehen. So, dann können wir weiter. Ich gehe mal da lang. Ist irgendwie ein spezieller Fight das hier. Rotes Herz verlieren, kranke Herzen erhalten.
Das klingt schon mal nicht schlecht. Das klingt schon mal gar nicht schlecht. Erwischt, boah, extrem viele Goldstücke. Eine einfache Möglichkeit, das Dunkel zu erhellen. Holzlaterne. Die sieht gar nicht mal so schlecht aus. Eine Halskette, yes! Scheitel-Halskette. Ein Scheitel wird auf Ewigkeit grinsen. Der Anhänger lebt unnatürlich lange, doppelt so lange wie gewöhnlich. Das ist sehr gut, dann leben die Anhänger länger. Das ist sehr, sehr gut. Dann sterben uns die Anhänger nicht so schnell. So, Waffenshop. Geweichen, einen kritischen Treffer zu verursachen. Ich nehme die, mache mehr Damage. Irgendetwas ist gerade geschehen. Quest fehlgeschlagen. Was für eine Quest? Keine Ahnung, aber oh mein Gott, der Glaube ist gerade so etwas von down. Wir machen jetzt trotzdem weiter. Aber irgendwie, wenn ich lange Runs machen will, kommt immer was dazwischen, so. Das ist richtig belastend. So, können wir den mitnehmen. Hier können wir noch gerade Dünger mitnehmen, das ist sehr gut. Blaues Herz plus. Er war so anders als der Rest seiner Sippschaft, denn die anderen waren immer im Fluss. Chaos, Hungersnot, Pestilenz, Krieg, alles Dinge, deren Beständigkeit dem Wandel unterworfen ist. Und doch war der Unvermeidliche, der Hartnäckige und Unaufhaltsame jener, der wartet. Wahrhaftig sonderbar, so scheint es, ist seine Begierde, das Unbekannte und Neue zu umgarnen. Alte Gelübde wie auch urtümliche Bande zu brechen. Traditionen stehen still und der Appetit wächst dennoch. Der Zweifel reißt den Glauben entzwei. Okay. So, dann gehen wir weiter. Noch Skelette, Skelettsäcke. Möchte ich noch kurz mitnehmen. So. Oh, ich wurde gehittet. So, und die wiederverwenden. Perfekt. Dann hier weiter. Die Gang gehen in entsprechender Menge deine Tarotkarten zu. Chance ein blaues Herz zu erhalten. Der klingt noch nice, aber wir brauchen mehr Tarotkarten dafür. Einen Schaden zu erleiden, wenn du... 20%, das klingt nice. Oh, ein Kistenraum, ja mein. So.
Drecksack. Was war denn das gerade für einen langen Jump von ihm? Hey, ich bin auch nicht in... Oh mein Gott, als ob ich den Schuss getroffen habe. Ich bin zwischendurch gelaufen, aber ja. Oh, danke, der Dämon hat ihn umgebracht. Ich nehme das Geschenk mit. Geht's dem Kult? Ja, geht noch. Geht noch. Zuerst machen wir mal wieder eine Fighting Stage. So, werden wir hier mal weiter. Mal schauen. Ach Mist, ich wurde schon wieder gehittet. So, eine neue Tarot-Karte. Chance, bessere Truhen zu spawnen. Und noch eine Karte mehr. Doppel-Lebensenergie beim Heilen. Das ist doch nice. Die Drecksfledermaus. So. Noch ein Herz. Perfekt. Ich weiß nicht, ob wir drei Stages machen können oder nur noch die, weil der Glauben vom Kult ist gerade, bin gerade extrem ins Rote. Nur weil ich diese blöde Aufgabe nicht gemacht habe, obwohl ich nicht mal gewusst habe, dass ich eine Aufgabe habe. Genau, eine Statue, perfekt. So, dann weiter. Katzenshop. Ach, wofür sind Herzen gut, wenn man sie nicht weggeben kann? Ich dachte einst, dass ich meins für mich behalten würde. Zwei Kinder hatte ich, das war echte Liebe. Und doch wurden mir an meinem trüben Sommertag meine wunderbaren Kinder weggenommen. Ein Geschenk, sagten sie, für den, den sie am meisten lieben. Jenen erwartet. Ich weinte, ich klagte. Aber ich kann mir man sich einem Gott verweigern. Wo immer sie sind, ich hoffe, dass sie genauso fromm und liebevoll sind wie ich. Nichts ist sicher, außer die Zuneigung, die man im Herzen trägt. Oh, der hat noch ein Geschenk hier drin. Perfekt. Also die zwei Katzen beim Jenen erwartet. Sind ihre Kinder. Okay. Hier durch. Relikt-Job. Werde höchstwahrscheinlich kein Relikt mitnehmen. Das ist so gut. Das ist so gut. Wir haben zwei Augen jetzt, die Dinge imitieren. Die Augen werden jetzt den Fluch imitieren. Also den... Tentakelfluch, wenn ich ihn triggere. Das ist so gut. Anhänger. Das ist so gottlos gut. Das kann ich euch gerade hier zeigen. Oder? Oder was machen die Augen? Keine Ahnung. Ich hatte gedacht eigentlich, dass die Augen das imitieren, aber anscheinend nicht.
Oder machen die was anderes? Ich weiß es gerade nicht. Aber die Augen sind auf jeden Fall auch sehr gut. Die sind wirklich sehr gut. Den mitgenommen. Noch die Skeletons mitnehmen. Und dann weiter geht's. Boss Stage. So, noch ein bisschen. Wow. Ich schwöre, ein Dämon, der dich im Kampf unterstützt. Wir haben jetzt auch drei Dämonen. Jawohl, also zieht euch mal diese Armee rein, die wir haben. Holy shit. Ich nehme die mit, weil die ist noch nice. So, noch eine neue Tarot-Karte. Angriffstempo erhöht sich. Nehme ich mit. Wird aufgeladen. Dann auf zum... Oh, unten. War noch ein offenes Feld. Habe ich gar nicht gesehen. So, dann hätten wir den Raum auch geklärt. Und hier Boss. Und da ist er schon tot. Ja, meine. Das geht richtig schnell. Noch mehr Stuff. Perfekt. Wie schnell hatten wir jetzt diesen Boss? Holy. Komm, machen wir nochmal eine Runde. Wir können ja durchgehend eigentlich immer durch die Ding. Wie sagt man? Zurück zum Kult. Also. Ich muss jetzt einfach ein bisschen Speedrun. Da sind noch Kamellen mitgenommen. Eine edle Rüstung für einen tapferen Anhänger. Ja, Mann, wir haben ein Kleidungsstück gekriegt. Richtig nice. So, einen Raum hätten wir auch schon geklärt. Neue Tarotkarten. Eine Chance, blaue Herzen zu kriegen. Einfach durchgehend am Böllern. Ein neues Relikt. Weiß gerade nicht, was das bringt. Ich hab's nicht nachgelesen, ich Idiot. Nice. Nochmal eine Dekoration. Und dann weiter geht's. Übers Fragezeichen. Umgebungsfallen verursachen keinen Schaden. Ja, moin, die nehme ich. Die ist nice, die Karte. Wer bist denn du? Der Friede sei mit dir, Kreuzfahrer. Ich suche nur die Wahrheit und das Licht, aber ich kann dir von Nutzen sein.
kann die Loyalität eines beliebigen deiner Anhänger erhöhen. Mach happy. Sehr nice, happy Level. Meine Arbeit ist getan. Dieser Narr würde dir in die tiefste Finsternis folgen, aus der niemand zurückkehrt. Okay. Geld. Also da der spezielle Raum. Hier liegen noch Skelette herum. Auch ich für Knochen. So, komm schon aus dem Boden raus, du Drecksack. So. Und machen wir weiter. Nochmal eine Blaupause. Neue Pfade, nice. Wir haben alle Pfade freigeschalten. Sehr nice. So, eine neue Karte. Erhalte 10 einfach, wenn du getroffen wirst. Nimm ich mit. Nochmal eine Karte mehr. Erhalte ein zusätzliches Herz. Komm her, du Drecksack. Angriff der Krone. Verschieße ein Projektil, bei dem die Chance besteht, dass der getroffene Gegner besessen werden. Ich bleib lieber bei dem hier. Nicht so nice. Nice, Ebene geschafft. Machen weiter. Noch ein Anhänger mehr. Sie sind alle tot. Oh Herr, wie konnte ich nur schon wieder? Siehst du sie in mir, die Finsternis in meiner Seele? Schließ ich mir an. Danke, Meister. Okay, er hat zwar einen Anhänger umgebracht, aber wir nehmen ihn trotzdem in den Kult. Warum auch nicht? So, Postage. Das sind noch Kamellen. Gegner mit Schilden. Gegner, die Schilde tragen, leiden keinen Schaden, bis der Schild zerbrochen ist. Verwende einen schweren Angriff, um die Schilde zu zertrümmern. Drücke die Taste schwerer Angriff, um schweren Angriff auszuführen. Okay. Sehr nice. Die nehme ich gerne mit, die Shotgun, wenn sie mehr Damage macht. So, noch mehr Tarot-Karten. Versuche Giftschaden bei getroffenen Gegnern. Hey, der Boss, der nächste wird so zerstört. Nochmal eine Blaupause. Perfekt. So, und dann Boss. Zeuge Agares, nochmals. Wir haben den doch schon. Ja.
Ja, meine spawnt direkt wieder Gegner, weil sie so viel Damage machen. Wir haben ihn aber noch geholt, bevor er überhaupt spawnen konnte, Gegner wieder. Holy shit, ey. Wir haben den ja so zerstört. Perfekt. Und jetzt können wir nicht weiter, jetzt müssen wir zurück zum Kult. Jo, wir sind bis hinten hinaus. Ketzer besiegt. Boah, wie viel Material. ...182. Richtig nice. Der Glaube ist jetzt halt einfach im Keller unten. Wir müssen sehr schnell das gegen den Glauben machen. Wir haben jemanden, der komplett böse ist. Wer ist das denn? Wer ist das? Wer ist der, der komplett böse ist? Keine Ahnung, wer das ist. Kermit und so sind zurück. Tag startet gleich. Ah, hier! Donkey ist komplett böse geworden mit dir in den Knast, ey. Donkey hat sich aber komplett abgewandt. So, umerziehen. Es wird ein bisschen gehen, bis Donkey wieder normal ist. So, jetzt erstmal Rituale und Predigten. Erstmal eine Doktrin verkünden. Besitztümer. Überhöhung des Selbst oder der anderen. Almosen für die Armen. Führe in deinem Tempel ein Ritual durch, bei dem du an alle deine Anhänger Geld verteilst, um ihre Loyalität zu erhöhen. Du erhältst auch plus 10 Glauben. Führe in einem Tempel ein Ritual durch, bei dem alle deine Anhänger an dich spenden. Ich nehme das Bereicherungsding. Das ist, glaube ich, auch so ein Ritual, das ich nie verwenden werde. Perfekt, nice Ritual. Sehr gut. So, ein paar haben auch ein Level. Also Bonnie hat... Oh, ne, ein paar. Und noch ein Doktrin-Teil. Perfekt. Rituale. Wir opfern erstmal jemanden. Also schicken jemanden erstmal weg. Bonnie. Auf Wiedersehen. Sehr gut. Sehr gut. Der Kult ist wieder auf einem angemessenen... Holy shit. Okay, die alle haben gerade ein Level gekriegt. Rituale. Können wir sonst noch was machen? Wir können noch gerade jemanden zurückholen. Ah, komm, holen wir noch gerade jemanden zurück. Wird zwar wieder den Glauben ein bisschen runterdrücken, aber... Wer ist als letztes draufgegangen? Penne. Penne, komm zurück! Rituale. Wir machen noch gerade das Festmahl-Ritual, damit der Hunger gestillt ist. Können wir eigentlich noch das spezielle Fest machen? Ritual der Lust. Können wir noch machen. Ah, komm, machen wir das noch. Hat nicht jemand schon... Ja, genau, hier, Happy. Komm, Happy, du wirst diesmal Blumenträger Anführer. Yeah.
So, geh mal Sünde her, Happy. Haben wir sonst noch irgendwelche Rituale, die wir gerade machen können? Ja, komm, dann ums Feuer tanzen. Damit der Glaube wieder ein bisschen weiter oben ist. So, perfekt. Da ist der Glauben wieder ein bisschen höher. Dann halten wir noch eine Predigt. Was reicht das gerade für ein Waffenlevel? Perfekt. Verdammnis der Relikte. Schalte verfluchte Relikte frei. Einige Relikte erscheinen zufällig als verfluchte Versionen ihrer selbst. Dann haben wir alle Relikte freigeschaltet. Das ist doch nice. Sehr nice. Für ein zufälliges verdammtes Relikt. Beschwöre einen mächtigen Dämon, der dich im Kampf unterstützt. Lass einen Sturm aus Blitzen niedrigen. Chance auf den Erhalt von kranken Herzen. 50% Chance, ein krankes Herz zu erhalten oder 50% Chance, allen Gegnern Schaden zuzufügen. Füge allgemein Schaden entsprechend der Menge deiner Terrorkarten zu, Chance, ein krankes Herz zu erhalten. Okay. Sehr gut. So, der Glaube ist wieder da. Geben wir allen noch kurz einen Segen. Oder die, die ich auf jeden Fall erwische. Sehr gut. John hat noch einen Auftrag. Gloria Schramführer, einige Älteste wurden aus ihrem Kult verbannt und suchen nun einen Ort zu ihren letzten Jahren zu verbringen. Vielleicht sollten wir sie bei uns aufnehmen. Ja, machen wir. So, Randy ist doch... Oh, Frank hat auch noch einen Auftrag. Hm, ich weiß nicht so recht. Wenn du wirklich ein großer Anführer wärst, würde dieser Ort dann nicht hübscher aussehen? Drei Dekorationen platzieren, okay. Gut. Ich hätte... Oh, okay, das räume ich... gut, ich muss ein bisschen aufräumen und ernten. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Cult of the Lamb wieder. Schaut gerne meinen anderen Projekten vorbei. Hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal.